Moin, herzlich willkommen zurück hier zur nächsten Ausgabe von Let's Play Halle 17, Nordfriesische Marsch, Vierfach-Map 1.9. Und jetzt ratet mal, ohne Gräben, klar, ihr wisst das. Ja, keine Ahnung, hat ein Kasper gefrühstückt heute oder so, ich weiß es nicht, woher das Frühstück auch schon lange her ist. Ja, wir sind liegen in den letzten Zügen der Ernte. Hier Feld 3 ist bald fertig, das können nur noch... Na, so zwei Bahnen für einen Drescher sein oder so. Und dann ist der durch. Feld 4 ist nicht mehr viel. Wir sind dabei. Hier ist Feld 4. Naja, Feld 4 ist noch ein bisschen was. Sind noch ein paar mehr Bahnen als nur zwei. So, damit sollte das auch mit der Series 7, dass die im Verkehr feststeckt, erledigt sein. Das Feld ist auch bald durch, wie wir sehen. Das will ich mir gar nicht antun, mir das angucken. Aber wir könnten hier mal wieder die Produktion in Gang bringen. Gucken wir mal, dass das hier alles weitergeht und alles läuft und wir uns hier nichts vorzuwerfen haben, was das Thema Produktion angeht, dass wir da irgendwas vernachlässigen oder irgendwas nicht machen oder so. Nee, nee, nee. Wir hauen hier richtig rein. So. Die Produktion läuft aber trotzdem nicht, weil kein Holz mehr da ist, oder wie? Oder weil einfach der Spawner voll war und... Müssen wir eben gucken. Holz ist noch genug da. Wir können mal ein paar Paletten hier wegholen, damit hier dann auch die Produktion gleich weitergeht. So, Entschuldigung, ich musste eben was trinken. Ich habe so einen trockenen Hals. Damit haben wir jetzt hier ein paar Paletten. Da, wo sind meine ganzen? Oh, da waren sie. Bretterpaletten, ja, das passt doch. Da läuft die Produktion. Auch sehr schön, dass das funktioniert. Oh, andersrum.
gerade dabei sind, kümmern wir uns auch noch mal eben schnell um die Produktion hier vorne. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier ist was los. Meine ganzen Cosplay-Meldungen. Muss ich mich gleich unbedingt drum kümmern. Und das machen wir nämlich jetzt erstmal. Klar, das sagst du ja. Der muss aufgefüllt werden. Na. Da habe ich den nicht voll gemacht, naja, egal. Egal. Das ist natürlich echt cool. Ach ne, ist ja auch Gerste, ich wollte sagen. Ich kann hier auch Weizen und Gerste mit dem gleichen Überladewagen auffüllen. Aber hier habe ich jetzt ja auch Gerste ausgewählt. Ja, Leute, ich muss mal eben kurz das Spiel pausieren. Ich melde mich gleich wieder bei euch. So, wir sind wieder zurück. Sorry, mache ich normalerweise nicht so gerne, unterbrechen die Aufnahme. Aber hier war es wichtig. Nützt nichts. Was ist hier denn los? Was sieht hier denn aus? So, dann wollen wir mal zusehen, dass wir hier das Feld noch angesät kriegen. Aber das soll wohl gehen. Leer machen bitte. Was? Achso, ja gut, okay.
Entschuldigung. Sollte man auch darauf achten, wo man hinfährt, ne? Finde ich. Einmal wegbringen. Einmal zurück zum Hof. Und auftanken. Schneidwerk wegpacken. Ist aber doch ganz schön ruckelig. So. Den hier. Einmal wieder voll machen, bitte. Schon geht das. Echt cool, diese Überladewagen. Der hat nicht Absetzrahmen. Also ich könnte eigentlich auch nur einen Anhänger nehmen. Und dann immer einfach den Absetzrahmen ans Feld stellen und dann den nächsten. Aber naja, ich habe mir ein paar mehr Hänger gekauft. Ja, das läuft auch. Ah, die Produktion steht, weil hier keine... Leicht am Ruckeln, würde ich sagen, hier. Ja, auch den
können wir ohne Probleme wieder dreckig wegstellen, weil wir unsere Clean Crew haben, unsere Reinigungscrew, die uns den dann wieder sauber machen. Den Luxus, den haben wir uns geleistet. So, und jetzt wird's schwierig. Ich weiß nämlich nicht, ob ich vom Feld 4 zum Hochsilo aus habe. Ja, habe ich. Dann packen wir es doch auch gleich hier im Feld hier rein. So, der ist dann zwar lange unterwegs immer. Nützt ja nichts. Erstmal den Drescher abtanken. Leute, wir überziehen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Ihr wisst das, hinterlasst einen Kommentar, ein Like, ein Abo. Kommt mich bei Facebook besuchen, kommt auf meiner Homepage vorbei. Ja. Und viel wichtiger ist, schaltet morgen wieder ein zur nächsten Folge. In diesem Sinne sage ich ciao.